So, ich habe mich ja oben hingestellt. Da sind wir wieder. Weiter geht's. Wenn du dich daran gewöhnt hast, dass du links im Bild oder rechts im Bild bist, dann geht's. Aber wenn du das nicht gewohnt bist, dann brauchst du ein Momentchen. Erst. Ich habe immer so, eigentlich will ich immer so ein bisschen rüberrutschen, dass ich zentriert vor dem Dings. Ach, ich verstehe, was du meinst. Oh mein Gott, jetzt, dass du es erzählt hast. Nein, was ist damit angerichtet? Ja, ich hatte das vorhin schon. Ich habe gemerkt, wie ich mein Mikrofon auch immer wieder ein bisschen so rübernehme, dass ich zentrierter bin zu meinem Bildschirm. Na gut, weiter geht's. There's a house over there. Let's check it out. Wir sollten uns umziehen, vor allem mal. Ja, lass uns eine orange Uniform nehmen. Come on, help me with this. Braucht unauffällig. Ist das eigentlich mit Kleber angemacht oder so? Ich glaube Nägel. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Hey, I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up or something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We released the horses. Release the horses. How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know, man. Schwierige Entscheidung, nicht? Ich bin grundsätzlich dafür. Obwohl das die sichere Methode wäre. Weißt du? Ich will den eigentlich nicht wehtun. Ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite will ich eigentlich das Ganze auch nicht irgendwie vermasseln. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Typ auf uns schießen wird. Also ihr das. Außer wir verkacken es. Ich hoffe nicht. Na, also das gut, wir können ja nett sein, oder? Wir können sie nett fesseln. Okay, front door, ja genau, wir fesseln sie und sagen ihnen, dass wir eigentlich total nett sind und so. Yeah, let's go. Ja. Come on. Oh man. Hey, stay low. Wo ist meine Maus? Wir können hier rein. Schau mich ein bisschen um. Könnte an der Tür klingeln. They'll definitely see me if I go closer than this. Klingel hier kurz. Someone's at the door. What the f- We're not expecting anyone. Honey, come with me. I might be able to grab the lady while Leo keeps them distracted. Get back! Who the hell are you? Honey, stay back and call the cop. Watch out! Honey, stop him! Don't move a muscle, you scum. What? Stay right there. Wie hat die dich entdeckt? Die hat Augen im Rücken. Junge, das war ja Spider-Sense over, Level over 9000. Was? Ah ja. Die hat Superman zur Welt gebracht. Wir sind hier bei der Familie Clark. Holy shit. Safe. Das sind sie safe. Oder? Muss fast. Ja. Also, ready? Ja, ja. Let's go. Someone's at the door. We're not expecting anyone. Honey, come with me. I might be able to grab the lady while Leo keeps them distracted. Get back! Who the hell are you? Honey, stay back. Help! Call the cops. Honey, he's got me! Get your head. Damn criminal! Damn criminal!
you're gonna pay for this. Careful, honey. Just calm down. You're gonna be fine. They can't get away with this. Look at us. We're not gonna hurt you, I promise. We'll be out of here in no time. Damn criminals. No! Okay. Klar können das zwei alte Männer. All right. Let's find some new clothes. Yeah. Ich hätte es nicht ganz so weit vorgeschoben. Ich meine, die kommen hier ins Haus, dann suchen sie die alten Leute und die sind schon ohnmächtig und dann sieht man die Tür gar nicht. Ah, die können schreien. Wenn sie ohnmächtig sind. Still got the looks. Hey Leo. Na, hier, ja, der Schrank. Let's change. Wir hätten auch hier oben reinklettern können. Warum habe ich das Gefühl, dass ich mit Cowboy-Hut wieder rauskomme? Okay. Bist du auch? Ja, sofort. Ich spiele noch an der Nähmaschine rum. If only the cell beds were this comfortable. My wife always says that I don't look good in hats. Ich habe den Hut übrig gelassen, oder? I look like a hillbilly. Den pinken Hut finde ich doch nicht. Soothing. Okay, lol. Jetzt sieht ihn. Hier rein. Das ist ein Kleiderschrank. Darf ich die nicht zuschauen? Hey man, get the fuck out. Probier mal den pinken Mann, komm schon. Die haben halt einfach ein mega schönes Haus hier, ne? Ja. Das war cool. This must be one of the new fancy models. Ich bin nicht ganz damit einverstanden, dass wir sie. I've never really been a hat man. Dass wir sie fesseln. Aber naja, es ist der sichere Weg zumindest. Hey, my grandma had one of these. Wisst ihr, wir können jetzt eigentlich auch ein bisschen umspielen an den ganzen Sachen. Hey, where the Cho go? Cho, Cho, nice. Cho. Hey, where the Cho go? Cho, Cho, go, go. Looking good. Hey, where the Cho go? Okay, ich lasse es gut sein. Sorry. Ich auch den Schwierigkeitsgrad. Warte mal kurz. Wusstest du, dass ich weltbekannt bin? Ja, mein Banjo? Meine Banjo-Künste? Ja. Damn it. For the love of... Fuck. Okay, let's get it right this time. Nice. Where my baby is gone far away. Oh, come on. Hit. Right. Damn it. Wie die alten Leute sich fragen müssen, dass die irgendwie fucking sind, der eine am Klavier und der andere am Banjo. What the fuck? Stell dir mal vor, das kommt dann in den Nachrichten hingehen. Yeah, that's it. For the love of... They were extremely bad at playing our instruments. Aber ist das nicht die Titelmelodie von dem Spiel? Doch, glaube ja. Alright. Das ist gut. Aber dann musst du dir vorstellen, du bist so bist ein alter Mann, bist oben gefesselt und dann hörst du unten einfach einer mit dem Bench und der andere mit dem zwei Vollidioten. Ah. Alright, let's light it up. Ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn ich die zwei anmache, oder? Und die sind oben gefangen. Ich hoffe, die verbrennen. Das Ziel ist eigentlich nicht, dass wir es uns hier bequem machen, ne? Das sagst du.
Aber zum Kuckuck ist eigentlich der Truck. Ach übrigens, hier gibt's auch noch einen Kühlschrank. Milk. That's good for the bones. Ja, das ist bestimmt, genau, Milch. Der trinkt einfach mal so Milch, ne? Reis ist denn der Typ? Übrigens, da war noch Bier. What's cooking over here? Gut gemacht, Max. Sagen wir, wenn das Essen fertig ist, dann komme ich rein. Ist gut. Ja, let's go. Ich finde das voll nett von dir, dass du sogar noch den Abwasch machst. Ja, ja. Sally von dir. Das dachte ich mir. Also, wir haben sie oben gefesselt, wir haben sie das Feuer gemacht, damit es ja warm ist. Jetzt spüle ich doch ein bisschen rum. Hab das Essen fertig gekocht. Oh shit. Scheiß Katze. Holy shit. Da schießt mich die Katze. A gas canister. I bet it still has some gas. Hi. Is this Steve? No? Rob? No? Hey, one large with extra pepperoni, please. Thanks. What the fuck? Ich bestelle gerne eine Pizza. Was will ich? Wenn ich so weitermache, bestelle ich dir noch ganz sicher eine... Oh shit! I'm sorry. Wrong du musst mir hier kurz helfen. Ich komme. Ich glaube, das ist der Drop. Hört nicht auf zu telefonieren. Was ist das right now? Könnte gerade direkt aus unserer Zeit kommen. Nur mit den Handys unterwegs. Nur am Telefon. Falsche Seite. Falsche Seite. My God, it's a piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Hey, it's even missing wheel. Nah, I'm sure there's a spare around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. All right, fine. I bet we can use this. We could use this to fasten a new tire. Hey, there's a tire on the other side of the barn. So, komm hoch. Jamin, komm hoch. Oh. Halt dich hinten an dem Haken fest. Oben. Nein. Lass das liegen. An dem Haken festhalten. Das sind die Räder drüben. Ah ja. Ich stelle mir halt gerade vor, wie der alte Opa und die alte Oma das machen zusammen, aber ja, naja. Was meinst du, warum das Auto noch nicht repariert wurde? Holy shit, so knapp. Die Delle hätte teuer werden können. Wir haben jetzt frische neue Klamotten und fucking stylische Schuhe. Fuck yeah. Yeah, buddy. Oh man. Yeah, brother.
Outtake. Ich hab so eine Upsala. Ja, eine fucking Befürchtung. Battery seems dead. Ja, genau. Okay, now we just need to screw in the studs. Nein, das. The battery seems dead. Ja, genau. What the f? Knall's mir bitte auf den Kopf. This tank seems completely dry. All right, let's lift this thing and remove the support. Der Motor hat keine Batterien, wir müssen noch an Batterien rankommen. It's filled up with gas. Wonder if it will start. It's not gonna work. We gotta lift the car first. Oh. It's not gonna work. We gotta lift the car first. All right. Now we can roll it at least. A better, right? Ja, yeah, nein, beim Traktor nehme ich mal an, dass das Traktor eine Batterie hat. Wir schieben ihn bis dahin. Nein, das. Das ist schlecht, denke. Dass wir es aneinander tackern können, wenn er. Aber warum muss ich derjenige sein, der steuert? Du weißt schon, was passiert. Was? Ne, alles gut. Du lernst es jetzt. Wir sind ja auf einer Farm. Das sind ja, alle schon zu echten Männern geworden. Inzest lässt grüßen. Whoa, 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 what happened? Did you let go? I didn't let it go. Did you let it go? No, I didn't. Eh, let's go get it. Boah, haben wir Glück. Alles geplant. Auf jeden. Absolut. These jumper cables might refresh the battery. Just gotta open the hood. Mach das ruhig. Währenddessen danke ich den Alten schon mal, dass wir dein Auto. Hey Leo, try starting the car now. Was glaubst du, was die Kabel da machen? Tja, sehen. Guck mal, du hast sogar die Abdeckung von dem Ding. Wow. Oh shit. This piece of junk. It actually worked. Yeah, I told you so. Sometimes you just gotta have a little faith. Faith, huh? Well, I was doubting. Next time, just trust me, okay? Yeah, right. Yes. No, oh, shit. I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay. Hurry up, please. Absolutely. Thank you. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum! Oh, shit! Take cover! You're gonna pay for this! Come on, let's go! Yeah. You drive! Come on. Come on. Yeah. Come on! Go, 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 go! Damn it! Gott sei Dank kann er nicht.